Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Wolfenstein, den New Order. Wir sind auf der Flucht und anscheinend auf dem Weg zum Hauptquartier des Widerstands. Weiter geht's. Springen. So nicht anders. Lass ihn runter, Max. Oh nein, nicht Max. Ganz locker, Captain. Das ist Klaus, ist auf unserer Seite. Gehörte mal zum Regime, aber jetzt nicht mehr. Aber wie ist das möglich? Wir sind im Herzen von Berlin. Mitten unter ihnen. Der letzte Ort, an dem sie suchen würden. Hören die uns nicht? Sprechen sie einfach leise, hä? Scheiße. BJ Blazkowicz. Das war ja klar, nur Sie sind so dumm, am helllichten Tag herzukommen. Schön, dass du zurück bist, Fargis. Carolina, Sie leben. Wenn man in Sackscheißen Leben nennt, kann drei Wirbel pulverisiert. Und Sie? Schädeltrauma, 10 cm langes Schrapnell in der Rübe. Ist noch immer drin. Darm durchtrennt, septischer Schock, zertrümmertes Becken. Gedächtnisverlust, Kriegstrauma, 14 Jahre in der Klapsmühle. Schön, nicht schlecht. Tja, und was können Sie tun? Was machen Sie denn hier? Auch schön, Sie zu sehen, Thekla. Sie sollten eigentlich tot sein, Fergus Reed. Sie waren 3 Monate weg. Das ist echt seltsam. Keiner kommt aus Eisenwald zurück. Und Sie, eine Ewigkeit spurlos verschwunden. Und ich habe viel über Sie gehört. Angeblich 1946 gestorben. Falschinformationen wie immer. Sie, ich weiß noch nicht mal, wer Sie sind. Seltsame Unbekannte. Also daran habe ich nicht gedacht. Ich muss mein ganzes Modell überdenken. Schönen Dank auch. Ruski Babuski. Ich höre interessante Dinge aus London. Ich habe einen Ordner mit dem Titel Projekt Flüsterton. Ist aber gerade verliehen an Klaus, glaube ich. Würden Sie ihn mir bitte beschaffen, Captain? Mit Ihnen auf unserer Seite können wir einiges bewegen. Setzen Sie sich doch zu mir, Fräulein Anja. Alright. Hören Sie sich durch diese Frequenzen. Wenn Caroline Bigger. Notieren Sie die Zeit und schreiben Sie mit, so viel Sie können. Hier sind ein Stift und Papier. Kann ich an die Schreibmaschine? Sie können tippen? Ja, meine Eltern wollten, dass ich es lerne. Ah, bestimmt für Diktate, Rezepte und sowas. Eigentlich nicht. Es hat mir in meiner Zeit an der Londoner Universität geholfen. Für mein Doktorat in Archäologie. Dann kam der Krieg und ich musste nach Hause. Ich war erst 16. Nun, Doktor. Bitte. Helfen Sie mir herauszufinden, was dieses verfluchte Regime vorhat. Schlecht. Bobby Bram? Ich habe gehört, dass Sie nach dem Ordnungsprojekt suchen. Er ist nicht hier. Offensichtlich. Sie ist verrückt. Absolut verrückt. Sie finden Klaus im zweiten Stock. Er sollte den Ort. Triumph im Osten. Lauter so Zeug. Das werde ich natürlich nicht alles lesen. Aber warte mal hier. 46, die Roten kapitulieren. Ha.
Dezember 46, der harte russische Winter schlägt mit eiskalter Wucht zu, doch davon ist auf den rosigen, lachenden Gesichtern unserer siegreichen Truppen und des russischen Volkes nichts zu sehen. Das letzte Gefecht gegen die russische Armee fand in Ischewsk statt, nachdem diese monatelang versucht hatte, die russische Hauptstadt zurückzuerobern. Ein Unterfangen, das nach zahlreichen Rückschlägen und Hunderten von Opfern unter der Zivilbevölkerung schließlich das Volk gegen sein eigenes Militär aufbrachte. Durch die nächtlichen Bombenangriffe auf die Rüstungsfabriken im Ural war es nur eine Frage der Zeit, bis die Moral der russischen Streitkräfte gebrochen war. Der mörderische russische Tyrann konnte indessen noch nicht gefunden werden, doch es gibt Gerüchte, dass er von seinen eigenen Gefolgsleuten ermordet wurde. Holy shit. Großer Erfolg in Asien. Alter. Regime im Atlantik. Extra Ausgabe Häftlinge aus Eisenwald geflohen. Das ist das Aktuelle. Lassen Sie mich in Ruhe, ja? Bro, chill mal, ich lese hier nur. Also ich brauche keine neuen Freunde. Mats, ich habe überall nachgesehen, aber ich habe den Hammer nicht gefunden. Max Hass, Alter. Der Max Hass. Hey, wegen vorhin, dass ich so auf Sie los bin. Macht der Gewohnheit. Keine Sorge, Johnny Cowboy, ist mir nicht zum ersten Mal passiert. Sie sollten sich besser die Tätowierungen entfernen lassen. Das werde ich, irgendwann. Ich war, wie man so schön sagt, auf dem Holzweg, als ich sie mir stechen ließ, ja. Und leider war ich damals unheimlich stolz auf mich. Aber ich werde noch stolzer sein, wenn ich sie los bin. Kein Regime mehr, keine Tätowierung. Solange Sie mir im Kampf gegen das Regime nicht im Weg stehen, ist alles bestens. Caroline sucht einen Aktenordner, Projekt Flüsterturm. Ah! Oh mein Gott! Beruhige dich, Junge. Max hier spricht nicht viel, aber er weiß über Projekt Flüsterton Bescheid. Eine riskante Operation und er weiß, dass es uns einiges kosten wird. Max mag keine Gewalt und er will nicht, dass jemand verletzt wird. Alles in Ordnung, mein Sohn. Wir werden für dich kämpfen. Caroline meinte, Sie hätten den Ordner. Haben Sie ihn hier? Das war vor 2 Tagen, aber ich habe ihn zurückgebracht. Gehen Sie ins Erdgeschoss. Der Ordner müsste in der Schreibtischschublade in Ihrem Zimmer sein, wo ich ihn gelassen habe. Alright. Der Ordner müsste in Ihrem Schreibtisch sein. All die Gefallenen. Überall hast du hier so Zeitungsausschnitte. Atombombe trifft Amerika. Die größte Bombe aller Zeiten wurde vor 13 Stunden auf New York abgeworfen. Ein Großteil Manhattans wurde verwüstet und mehr als 200.000 Menschen kamen ums Leben. Es ist eine Atombombe, so unser Staatsoberhaupt, 20.000 Mal wirkungsvoller als die größte je zuvor gebaute Bombe. Aber es ist nicht nur eine Bombe, sondern eine Warnung an ganz Amerika. Auf Chinesisch. Chungking. Ha. Mond, Mond, ja, ja. Der Mond schaut uns an und wir zurück. Der Mond ist über uns, wird uns gehören. Gestern die Welt und heute der Himmel. Denn uns gehört er und die Freiheit fliegt. Bodenlos. Oh, Fergus. Oh, Scheiße, Blasco. Ich bin fertig. Ich habe seit Monaten kein Bett mehr gesehen. Scheiße, lassen Sie mich nur eine Minute schlafen. Wecken Sie mich, wenn uns der Himmel auf den Kopf fällt. Alles klar. Albtraum. Ach, da kann man, glaube ich, den alten Teil spielen, ne? Ich glaube, das war so. Ja. Träume. Seltsame Träume. Das Töten hört nicht auf, bis ich sterbe.
Sterb, Junge. Oh, fuck. Oh, hier ist die Engels. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Kann ich eigentlich wieder rausgehen? Oh scheiße, ich glaube, ich kann hier gar nicht mehr weggehen. Ich glaube, wir müssen einfach sterben, dass wir wieder rauskommen. Alles schön und toll. Wow, nein, das war's. Schade. Aber das ist eine schöne Anspielung, dass man das machen kann. Den alten Teil hier so zu spielen. Ziemlich lustig. Schau mal, hier ist auch so eine Kette, die wir kaputt schießen können. So, Erdgeschoss. Wie? LOL.
denn hier ab, Alter? Volkscomputer. Hey, da ist er nicht. Hab schon nachgesehen. Ach ja, und eins noch. Bitte sprechen Sie nicht über Projekt Flüsterton, wenn Max in der Nähe ist. Er hat uns darüber sprechen und es regt ihn unheimlich auf. Spielzeug. Was macht das in Carolines Zimmer? Bestimmt für Max. Ich habe mich gefragt, wäre es möglich, dass Sie mir beibringen, wie man schießt? Können Sie einen anderen Menschen umbringen, Anya? Ich glaube ja. Dazu braucht man eine ganz bestimmte Einstellung, Anya. Selbst wenn er zum Regime gehört, ich bin nicht sicher, ob das in Ihnen steckt. Jede Menge Gekritzel auf dem Report. Aber jemand traurig. Wir brauchen immer Leute, die kämpfen können. Wie beschäftigt? Sehen Sie das nicht? Blödmann. Schwachkopf. Karte aktualisiert. Zeigt mir immer wieder hierher, weil ich kann hier nichts machen. Tja, die Spülung geht jedenfalls noch. Der, was zur Hölle? Finde Projekt Flüsterton. Ja, wie wär's mal irgendwie ein konkreterer Hinweis? Es zeigt immer wieder nur dorthin in die Ecke, aber da ist ja nichts. Jemand hat Nägel fallen lassen und sie einfach liegen lassen. Wie Kinder das machen. Das ist der Max gewesen. Immer wieder zeigt mir das hier das andere, ich, wie gesagt, nichts machen. Jetzt hat's wieder angezeigt. Das muss Max' Zimmer sein. Ah ja. Aber so. Vielen Dank, Captain Blaskowitz. Sind Sie bereit für einen Einsatz? Freunde und Kameraden, es ist soweit. Projekt Flüsterton. Es war viele Jahre in Entwicklung. Ein Hubschrauber. Dem Regime ist es gelungen, ihn nahezu lautlos und unsichtbar für das Radar fliegen zu lassen. Anya hat Funksprüche aus London abgehört und in Erfahrung gebracht, dass die einzigen drei Prototypen in der Forschungseinrichtung London Nautica stehen. Mit Captain Blaskowitz im Team können wir einen Angriff wagen. Die Tage, in denen wir uns wie Ratten verkriechen mussten, sind vorbei. Mit diesen Maschinen können wir jederzeit und überall zuschlagen. Wir werden den Wiesenau-Kreis neu aufbauen, uns bis an die Zähne bewaffnen. Wir werden uns erheben und Totenkopf für immer vernichten. Sie glauben, der Krieg ist vorbei. Dass wir schwach sind, geschlagen, nicht den Mut haben, gegen sie zu kämpfen. Und wie immer irren sie sich. Ich muss 14 Stunden fahren. Hab eine Nasennebenhöhlenentzündung. Und seit 8 Monaten nicht mehr ausgeschlafen. Also los, Leute. Denn nochmal mache ich das nicht. Du hast Eier aus Stahl, Bobby Bram. Schluss damit. Ich will's einfach nur hinter mich bringen.
Geheimo! Beruhig dich! Oh, Limonie. Die Papiere bitte. Danke, Sie können passieren. Fahren Sie. Vielen Dank. Du Dreckschwein. Der riesige Schandfleck von einem Gebäude, da ist das London Nautica. Das war mal die Innenstadt von London. Hab hier in den Straßen gekämpft. Erbittert und unnachgiebig Widerstand geleistet. Dann kam das Regime mit dem Auge von London und alles ging den Bach runter. Die können jetzt hier einfach machen, was sie wollen. Haben den ganzen Scheiß eingeebnet und dann diese Scheißmonster hingestellt. Eine der wichtigsten Forschungsstätten des Regimes. Luft- und Raumfahrt, echt üble Scheiße. Caroline und die anderen müssten inzwischen am Funkturm sein. Sehen Sie ihn? Anja sitzt am Funkgerät in Berlin. Hiermit können Sie sie erreichen. Hier steigen Sie aus. Bis dann, Bleskovic. Vergeigen Sie es nicht, okay? Oh nein. Wow. Alter, what the fuck? Der hat einfach Allahu Akbar gemacht. In die Forschungseinrichtung rein. Junge, Junge, Junge. 300 Kilogramm Bombe. Bombe. Alles an Ihnen, Blaskowitz. Wir gehen auf der Spitze des Funkturms, die Straßen von Ihnen entfernt in Stellung. Sie müssen irgendwie bis zur obersten Ebene des Nautica vordringen und die Hangartüren öffnen. Dann kommen Sie mit den anderen. Wo? Na, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, euer Voltgamer YouTube. Ciao.